Ich bin der Nico. Michelle. Lea. Und das ist die Mia. Ich wohne mit meinen Töchtern seit Februar allein. Wir hatten bis jetzt eine schwere Zeit. Mia hat Wasserkopf, offenen Rücken und Lymphfüße, ist ab Becken querschnittsgelähmt. Lea hat eine geistige Behinderung und haben immer sehr viel mit der Klinik zu tun, auch weiter weg in den Kliniken müssen wir da fahren mit der Mia. Und hat auch schon mehrere Operationen hinter sich, am Kopf, am Rücken und an den Füßen. Und schon viel Intensivstation mit ihren 3 Jahren. Ich habe dadurch auch meinen Job aufgegeben, dass ich mich um die 3 Kinder kümmern kann. Ich war Lkw-Fahrer. Es ist schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Jeder hat Bedürfnisse, jeder braucht Aufmerksamkeit. Also ich mag, dass sie mir redet, gut zuhört und dass sie fahren kann. Ich helfe dem Papa beim Anziehen mit. Und ich spiele auch mit Mia. Ich mag meine Schwestern sehr doll. Ich fahre gerne mit Mia hier in der Wohnung mitten der Rabbi-Stuhl gern rum. Und schauke sie gerne auf dem Spielplatz in der Nestschaukel an. Wir sind halt auch momentan nicht mobil, da wir ja auch öfters weiter weg müssen in den Kliniken. Ja, schön, wenn wir ein bisschen mobil wären. Man weiß nie, was der Tag bringt. Mia hat öfters Anfälle und dann steht alles Kopf. Es wäre schön, wenn wir ein Auto hätten, in dem alle 3 mit Rollstuhl unterkommen, denn wir müssen oft zu Untersuchungen, Kontrollen weit weg. Auch Klinikaufenthalte stehen oft an. Ich liebe meine Kinder, ich will, dass es ihnen gut geht und dafür bräuchten wir Hilfe.